Premiere im Depot. Die Berliner Tenpenchi Art Factory zeigt Enyoin oder 10.000 Löcher. Im Mittelpunkt der Performance eine tonnenschwere Kugelskulptur. Sie soll ein Virus darstellen, das sich unaufhaltsam ausbreitet. Amerikanische Industrial Sounds und japanischer Butoh-Tanz. Keine leichte Kost zur Premiere. Doch Mainstream ist im Depot nicht gefragt. Zumindest nicht, solange der Mannheimer Industrietempelverein hier organisiert. Ungewöhnliche Kunst an außergewöhnlichen Orten. Das Markenzeichen der Industrietempler. Aktionen in S-Bahn-Stationen, Bunkern, Regenrückhaltebecken haben den Verein bekannt gemacht. Doch keine dieser Eroberungen war von Dauer. Beim Straßenbahndepot soll nun alles anders werden. Das ehrgeizige Ziel, das größte Kulturzentrum Südwestdeutschlands soll hier entstehen. 3000 Quadratmeter stehen bereit. Bis Ende des Jahres dürfen sie jetzt erstmal bleiben. Das Konzept überzeugte die Stadt. Einfach und vor allem preisgünstig. Die Industrietempler wollen möglichst wenig verändern. Andere wollten tatsächlich die Gruben ausbetonieren. Die wollten die Oberleitungen rausreißen, die Galerien abmachen. Das wollen wir natürlich alles nicht. Also wir wollen das überhaupt nicht kaschieren. Wir wollen, dass das als Straßenbahndepot noch erkennbar bleibt. Und wir wollen eben sogar das noch hervorheben und rausheben und damit eben umgehen, damit arbeiten und genau die Spitzen rausarbeiten. Für dieses Konzept wirbt der Industrietempel jetzt mit seiner zweiten Aktion. Mitglieder des Vereins und Fotokünstler wollen den Besuchern die Augen für die spröde Schönheit des Bauwerkes öffnen. Industrietempler wie Christian Buchholz haben gar kein Interesse an einer sauber sanierten Kunsthalle. Die Benutzerspuren, die an den einzelnen Geräten dran sind, sind schon ziemlich ausgeprägt. Und das leicht marode der Teile, die ist eigentlich das Faszinierende. Das Verstaubte, das Gebrauchte, das Zerkratzte. Nächtliche Motivsuche in Ludwigshafen. Das Depot interessiert den Fotokünstler Timo Schuster vor allem als Ausgangspunkt für die unzähligen Schienenstränge, die Ludwigshafen durchziehen. Schönheit zeigt die Industriestadt für ihn vor allem, wenn sie längst schläft. Es ist eine Ruhe einfach, die Städte wirken ganz anders, die Orte wirken anders, es ist eine andere Ästhetik und ja, man kommt einfach zur Ruhe. Stellwände sind für die Ausstellungsmacher übrigens tabu. Der Raum dient nicht der Kunst, die Kunst soll dem Industrietempel huldigen. Wir wollen, dass die Künstler sich darauf einlassen, dass die Künstler mit im Raum arbeiten. Wir wollen, dass die sich anschauen, was gibt es hier für eine Architektur, was gibt es hier für eine Akustik hier drin, was gibt es hier für Besonderheiten. Und dass sie die erkennen und entdecken und damit eben spielen. Die Entdeckung des Wassers. Getanzt in einer der vielen Gruben im Depot. Die Tenpenchi Art Factory ist ein bewährter Partner, wenn es darum geht, den Raum in eine Inszenierung einzubinden. Die Choreografin und Tänzerin Yumiko Yoshioka hat für den Verein auch schon mal in einem Regenrückhaltebecken getanzt. Dennoch, die Produktion Enyoin im Depot zu inszenieren, war auch für sie ein Experiment. Ich bin sehr oft im Theater gewesen, aber Theater hat immer so sozusagen ähnliche Stimmung. Und hier hat zum Beispiel ganz andere Stimmung als Theater, ganz gut oder schlecht, sehr rau oder industriell. Eine Stimmung wie geschaffen für Enyoin. Die Verbindung von Raum und Performance machte die Premiere zu einem vollen Erfolg. Allerdings nur für 99 Zuschauer. Mehr dürfen nicht rein. Sicherheitsauflage der Stadt, bis das Depot zusätzlich abgesichert ist. Doch dafür fehlt derzeit das Geld. Wir haben jetzt einen guten Start gehabt. Es ist gut angelaufen.
wir schauen, dass wir jetzt eine Serie von Projekten machen, die richtig gut ankommen. Und dann möchte ich einfach mal sehen, was der Stadt Kultur wert ist, also wie viel Kultur wir hier machen können. Viel Raum, wenig Kultur. Solange es die Beschränkungen gibt, bleibt das Kulturzentrum der Superlative freilich ein Traum.